Willkommen zurück in der Zombie-Apokalypse. Ja, ich habe natürlich was vergessen. Secure Storage Test hätte ich mir noch mitnehmen können. Weil, was ich loote und pack's dann aber in meine eigene Kiste, bleibt erhalten. Wenn ich aber jetzt da was sehe, pack's in irgendeinen Schrank und gehe, dann kann das passieren, dass der Schrank respawnt nach 5 Tagen und was völlig anderes drin ist. Wäre halt suboptimal, ne? Aber gut, ich glaube Secure Storage... Ach so, scheiße. Secure Storage Chests kann man sich nur an der Werkbank machen. Ja, also es... Jetzt müssen wir auswählen, was wir nehmen dann einfach. Scheiße. Blöd gelaufen ist. Ja, ich bin wieder auf dem Weg in die richtige Stadt, ne? Mal gucken, wie weit ich komme. Mittags möchte ich zurück, also nachmittags so 3. Vielleicht komme ich bis dahin ein Stück weit. Bis... Na doch, ich habe es erwischt. Bis später dann. In der eigentlichen Stadt. Das wird witzig. Mal gucken, vielleicht finden wir was Schönes. Mit Sicherheit werde ich dumm vorgehen und werde vielleicht ein, zwei Mal schön aufs Maul kriegen von Sleeper-Zombies. Weil ich kenne mich, ich passe irgendwo nicht auf. Und dann geht es schief. Aber wir werden sehen. Bis dann. Ja, ein Vorhängeschloss. Im Versteck. Etwas, was ich im Singleplayer-Spiel natürlich unbedingt brauche. Ah, hier geht mir auf den Keks. Ja, eigentlich wollte ich keine Ressourcenbeschaffungstour machen, sondern wollte in die Stadt rein. Jetzt bin ich schon wieder so voll, dass ich in der Stadt nicht viel schaffen werde. Was soll's. Gucken wir mal. Ich glaube sowieso, ich werde jetzt gleich mal Pause machen müssen und werde mal ein paar Dateien verschieben, weil Ark nervt gerade ein bisschen mit dem neuen Update rum. 10 GB natürlich mal wieder mehr. Dann ist Ark wieder 100 GB groß mit meinen Mods. Bisschen nervig. Das ist so das Problem. Ich habe eine riesen Platte, aber die ist extern. Und ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich das auf die externe Platte schiebe, dass es noch schön zu spielen geht. Ist genauso wie ich kann auch nicht auf die externe Platte die Aufnahmedateien machen. Also zumindest nicht während der Aufnahme. Weil das würde man später massiv sehen. Kannst du voll vergessen. Das geht gar nicht. Das habe ich mal, glaube ich, ganz am Anfang probiert bei meinen ersten Videos bei Skyrim. Ja, die habe ich dann aber nicht mal hochgeladen. Naja, da würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss. Wir sehen uns gleich in der Stadt beim Looten der Gebäude. Mal gucken, ob ich so eine Kiste irgendwie bauen kann. Ansonsten brauche ich eh nicht viele Gebäude looten. Ich habe keinen Platz. Ha! Bis gleich. Gut, ich habe eh schon keine Chance mehr vom Gewicht her. Ich würde sagen... Wir gucken uns die Tanke an. Was, ich friere? Das ist jetzt schlecht. Wieso friere ich? Reichen die? Nö. So, auch nicht. Jetzt wird's besser. Okay. So, wir gucken uns die Tanke an. Gehen wir vorsichtig vor, da scheißen wir drauf. Eigentlich können wir drauf scheißen, ne? Oh, wir könnten nochmal die Autos durchsuchen. Ja, jetzt muss ich mich sowieso überlegen. Ich bin schon total voll. Also, Platz habe ich eh keinen mehr. Ja, die ist schon wach geworden. Oder der. Ist ja klar. Wir gehen trotzdem durch die Tür, würde ich sagen. Einer ist schon mal wach. Der randaliert. Hä? Krieg ich den auch oder gar nicht? Willst du mich verarschen, Spiel? Da liegt was. So. Mit dem wenigstens los. Haben wir nur noch die Tanke mehr. Schaffen wir heute nicht mehr. So eine Scheiße. Ich habe echt gedacht, ich schaffe was. Aber das war ja
Scheiße, ist auch noch eine Ferale. Ja, ja. Ja, ja, ja. Mädel, komm mal raus. Hier werden wir uns einig. Nee. Dumme Kuh. Ah, fuck, leck mich doch am Abbobs. Ja, Fallen Soldier. Ja, ja, ja. Okay, irgendwas schmeiß ich sogar jetzt weg. Stofffetzen. Arrivederci, bye bye. Scharfschützen, lieber mitnehmen. Was habe ich denn hier? Bandana, Camo, brauche ich sowas? Arrivederci, bye bye. Munition. Ah, ist das cool. Da hat sich die Tour schon gelohnt. Ist das geil. So, und wo ist jetzt der andere Fritze? Der da rumrandaliert hat? Ach, der randaliert immer noch. Nee, jetzt randaliert er gerade bloß nicht. Ach, ist das geil. Ist das cool. Ein 450er Scharfschützengewehr. Ach, das macht Spaß. Oh! Da habe ich ja fast was übersehen. Die Tankstelle hat sich gelohnt. Jetzt gucke ich noch, ob ich einen Tresor finde und so. Ja, den finde ich. Ich habe meine Dietriche nicht mitgenommen. Ich glaube, ich kann die nicht im Inventarkraft. Ich muss nochmal hierher. Das hilft ja alles nichts. Was ich aber machen kann, ist die Registrierkassen noch nach Geld durchsuchen. Das ist nichts wert. Aber die Chatons, das ist mein Handelsobjekt, was ich brauche, ja. Ja, wegen den Tresor. Ich habe mittlerweile eine gute Spitzhacke, ich könnte es auch einfach aufaxten. Das wäre ja auch möglich. Oh, ne? Nett. Warum nicht? Wäre auch möglich. Also, hat sich tatsächlich gelohnt. Geil, Militärhelm. Ich meine, der bringt natürlich durchaus was, ne? Die Frage ist, was soll ich weglegen dafür? Den Cowboy-Hut. Ja, das ist schlecht. Also, wenn will ich beides mitnehmen. Ich brauche keine Eisenrohre. Gib mir den Militärhelm mit. Warum denn nicht? Können wir reparieren oder so? Cool. Also, die Tanke hat sich gelohnt. Ressourcen habe ich ohne Ende gekriegt. Wir sehen uns nachher beim Airdrop. Ich gehe jetzt einfach wieder nach Hause, weil das hat keinen Sinn. Hier gibt es jede Menge. Obwohl, die ganzen Tresore mache ich, glaube ich, sogar noch auf. Wenn nämlich nur Schrott drin ist, lasse ich den Schrott hier. Und lasse eine Respawn bis nächste Woche. Und ansonsten haben wir was Schönes. Ach, ist das geil. Ist das cool. Dieses Scharfschützengewehr war jetzt der absolute Brüller. Geile Scheiße, ehrlich. Ich nehme lieber die Pfeilspitze aus Stahlmittel. Lass mal die hier aus Eisen da. Shotgun-Casing braucht man auch nicht, weil, weißt du, wie man Casing macht? Einfach aus Papier. Wahnsinnig schwer. Brauchst nur Papier. Nee, das lohnt sich nicht. Also, bis gleich. Wir schauen, was in den ganzen Tresor noch drin ist. Ja, brechen wir es jetzt einfach so auf. Spitzhacke hält's aus. Ich glaube, da drin muss ich mal jemandem helfen. Ach du Scheiße. 8000 der Tür. Das ist natürlich hart. Ich bin ja auch blöd. Ich hätte einfach die Steine daneben rausballern können, ne? Na, jetzt habe ich es eh schon hier, was soll's. Das kriege ich gleich aufs Maul, aber egal. Dumpfbacke. Hey, aber hat mich nicht... Hat mich nicht infiziert. Das wundert mich ein bisschen, aber okay. Oh, das hat sich ja richtig gelohnt hier, ehrlich. Ist das cool. Mach doch nicht so Zeug mit mir. Ach, das ist der Tresorraum, ja. Den muss ich auch gleich machen. Oh Junge, was ist denn los mit dir? Komm mal zu mir. Dreh dich mal zu mir. Feierabend? Okay. Crawler. Feral natürlich. Also, wir brauchen keine Survivor Notes. Ich brauche keine Charcoal Chips, weil die mache ich mir ganz einfach aus Holz. Kleber kann ich mir eigentlich auch selbst herstellen, ja. Pflanzenfasern kann ich mir holen, wenn ich das brauche. So, das war's. Und was ist jetzt kaputt?
Wo sind jetzt die Zombie-Remains hin? Hä? Okay, da habe ich jede Menge Tresore zu öffnen. Ich habe draußen schon... Was machst du denn hier, Junge? Du bist doch jetzt erst gespawnt, du kleiner Krüppel. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Oder ist hier eine Wanderhorde drin? Oh, Jungs. Messing habe ich eh genug. Jetzt muss ich mir dann echt überlegen, was ich wegschmeiß. Irgendwo ist hier was. Na gut. Da hinten. Nee. Da backt nur irgendwas, hä? Aber ich nehme an, da draußen marschiert gerade eine Wanderhorde rum. Bis später. Ich hoffe, ich komme hier lebend raus. Wenn es was Witziges gibt, rühre ich mich. Wah! Wah! Fuck! Scheißendreck! Bis dann. Den Airdrop machen wir, glaube ich, doch noch in der Nähe der Stadt. Da muss ich mir echt überlegen, was ich wegschmeiße, weil ich habe zu viel. Irgendwas ist hier immer noch. Wo kam denn jetzt der Spider her? Da draußen ist einer am Auto. Das ist der Hammer. Hier waren wir gerade, haben geguckt, da war nichts. Ich bin hier reingelaufen, habe mich weggedreht vom Eingang und krieg von hinten von dem Soldaten voll eine aufs Maul. Also Mad Mole, Sleeping Zombies sind ja eine nette Idee, echt. Die sind ja echt geil. Ich habe mir schon oft in die Hose geschissen mit dem Scheiß jetzt. Aber wenn ich schon ein Haus geklärt habe, dann brauchen keine Sleeping Zombies mehr hinter meinem Rücken spawnen. Das darfst du mal reparieren, du Spinner. Ach, Liste voll. Ja, okay, warte, pass auf, das Wasser trinken wir. Dann sind wir das los. So. Und dann geht's nämlich auch weiter. Okay. Also das ist ein bisschen bekloppt, ja. Tut mir leid. Was ist denn das hier? Schwarze Denim. Ja, warte mal, welche habe ich? Ich habe eine bessere, ne? Ja, okay. Höchstens Scrappen, Warteschlange immer noch voll. Scheiße. Ich habe zu viel Mist hier mitgenommen, glaube ich. Schießpulver habe ich doch zu Hause sowieso hergestellt. Lass es gut sein. Dirt Fragment kann ich mir schnell mal holen, wenn ich es brauche. Weg. Ja, mal gucken, was wir noch wegtun können. Okay, jetzt muss ich echt mal ein paar Dateien verschieben, dann sehen wir uns am Airdrop. Außer es passiert noch irgendwas Geiles, ey. Scheiße. Lass mich weg hier. Ich höre immer noch was. Da ist doch noch jemand. Da ist doch noch jemand, den ich noch nicht habe. So, gucken wir jetzt die Tresore noch durch, die wir hier schon aufgemacht haben. Tja, jetzt kriegt man ein Problem. Also gut, die Pistole ist Schrott hier. Ich habe schon merklich bessere. Die nehme ich mit. Die Kacker will ich aber mitnehmen wegen Dünger. Wobei die Frage ist, ob ich... doch, ich glaube, aus Kacker kann ich billiger Dünger herstellen. Ekelhafte Scheiße. Heb sie nur am sauberen Ende auf. Wo bitte ist bei Scheiße das saubere Ende? Ist das ein Schwachsinn, ey? Heb sie nur am sauberen Ende auf. Ja, nee, ist klar. Ich glaube, Bonbon-Dosen könnte ich mir sogar selbst herstellen. War da nicht was? Was mache ich denn jetzt? Also Pfeilspitzen kann ich mir eigentlich auch selbst herstellen mittlerweile. Und ich habe genug Ressourcen. Ja, komm, schmeiß weg. Ich nehme lieber die Teile mit. Weil ich nicht weiß, ob ich schon Jagdgewehrteile habe. So. Ja, das wird jetzt witzig. Das wird nämlich jetzt echt toll. Weil die da drinnen kann ich definitiv heute nicht mehr machen. Also da hinten in dem Raum, ne, wo da noch ein Feraler drin war. Weil
Ja, natürlich, aber Gott sei Dank ist es Schrott. Ja, hier findet man viele Waffen. Das ist das, was ich gesagt habe. Geh in eine Stadt, da gibt es Waffen. Ja, ich hätte es schon längst tun sollen. Dann wäre das wahrscheinlich alles ein bisschen einfacher gewesen, die vorherigen. Pistolenlauf, aber leider Schrott. Schrotflintenschaften schlechter, vergiss es. Das lesen wir. Es ist doch grausam. Das Schicksal mag mich nicht. Ich kann mir Kleber selbst herstellen. Brauche ich Fond? Ich habe einiges an Fond schon zu Hause. Das Problem ist, der Airdrop kommt auch noch, ne? Klebeband. Kann ich mir auch dann Kleber selber herstellen. Schmeiß weg. Danke. Oh, der kommt nämlich auch bald, der Airdrop. Scheiße. Ah, ist das Mist. Jetzt muss ich echt überlegen, was ich mache. Lesen? Nee, geht glaube ich gar nicht mehr. Da bin ich schon gut genug. Ich wollte es lesen und nicht scrappen. Ich bin so doof. Egal, lest das. So. Okay. Pistolen. 400er Verschlussgehäuse. Ist nicht der Brüller. Scrappe das. So, ja. Also das hier da drin mache ich jetzt definitiv nicht mehr auf, weil der Airdrop kommt auch noch. Und der wird auf dem Heimweg passieren. Ich muss mir eh schon schwer überlegen, was ich jetzt mitnehme oder was ich wegschmeiße. Aber hat sich gelohnt, definitiv. Also ich meine allein, ne? Der hat mir zwar voll aufs Maul gehauen, aber Dankeschön fürs Scharfschützengewehr, ne? Nett. Echt nett. Gut. Gehen wir zurück. Also hier lohnt sich. Hier muss ich echt noch einige Gebäude durchsuchen. Aber das muss ich echt mal mit Kisten machen. Moment. Moment. Secure. Gesicherte Aufbewahrungstruhe. Ich kann sie herstellen. Okay. So, das heißt, wir werden kurz in diesem Coupé die Teile reinballern. So, jetzt habe ich eine Truhe. Jetzt bin ich nämlich meine Sorgen los. Das ist das, was ich gemeint habe, was ich brauche, damit ich hier vernünftig looten kann. Jetzt schwitze ich, war klar. Truhe dahin. Ja, für mich ist sie ja nicht gesperrt. Genau. Okay, jetzt nehmen wir natürlich das. Nehmen das alles. Ach, das geht nicht mal. Ja, Moment. Die Teile da rein. Ja, dann können wir nämlich jetzt weiter looten. Ja, das will ich eh noch nicht verwenden. Erst am Wochenende. Hier Schrotflintenmunition. Plastik. Bonbon. Warum nicht? Kaka. Naja, Kaka werde ich eh noch mehr finden. So, die restlichen. So. Und das kann nämlich jetzt normalerweise nicht verändert werden, weil ich das angelegt habe. Also, bis später. Wir können weitermachen. Sehr schön. Ich mache die anderen Tresore innen noch auf. Einfacher wird es jetzt mit Dietrichen und vor allem auch besser für meine Sicherheitsfähigkeit, weil die wird dann steigen, aber ja, kann ich halt jetzt nicht. Scheiße, dumm gelaufen. Das wäre Panzerglas, glaube ich. Aber ich glaube, es kommt, wenn ich es kaputt mache, kommt, glaube ich, bloß Glasscherben raus. Lohnt sich also nicht. Schade, schade. So, mal nach dem nächsten Loot-Glück schauen. Naja, gut. Lesen. Ah, ist für Bauwerk. Nur für Bauwerkzeuge? Ah, nochmal ein Schrotflintenschaft. Compoundbogen habe ich eh noch nicht. Ach, weißt du was? Nimm das Papier mal mit. Wer weiß, wofür wir es brauchen. Ich kann ja öfter herkommen. Ich habe ja draußen meinen eigenen Personal Tresor. Passt schon. Was haben wir hier? Schrottigen Lauf. Also danke, nee. Unter 300 bestimmt nicht. Building, was ist das jetzt? Carpentry, ja, warum nicht? Les mal. Was ist das? Jagdgewehr, ja, okay, nimm mit. Ja, das ist Schrott. Wasteland, lesen. Blacksmith, lesen. Hallo, lesen, habe ich gesagt. Den auf jeden Fall, den hier nicht. So, naja gut. Also gute Waffenteile gefunden, doch, hat sich gelohnt.
Jetzt muss ich nur gucken. Okay, müsste ich draußen da vorne ran haben, ne? Ist hier eigentlich noch ein Obergeschoss? Ne, ist eine ganz. Ist irgendwie, ja, ich sage immer Tanke, aber es ist ja. Doch, es ist eigentlich eine Tanke. Es ist, naja, es ist so ein Tank und Rast so ungefähr, ne? Du hast ja da drin auch diese Dinger, wo du dich hinhocken kannst, und was ist das, so eine Art Tank und Rast oder sowas. Naja, warum nicht? Compound-Bogen. Na gut, ich habe noch keinen Compound-Bogen. Why not? So. Noch irgendwas, was ich raus tun müsste? Nö. Weiter geht's. Schauen, was wir Schönes finden. Was ist denn das da? Kreckeburg. Da könnte man Bücher finden. Das Problem ist, ich brauche gar keine Bücher mehr. Zumindest nicht im Wahlmod. Im Original müsste ich ja das Minibike lesen. Aber hier kann ich ja das Minibike lernen. Das ist die Bibliothek. Ach, das ist eine Bank. Deswegen waren da so viele drin. Es ist eine Bank. Ja, okay, von mir aus. Dann ist es halt eine Bank. Habe ich es falsch gesagt, sorry. Ich habe gedacht, so eine Tank und Rast oder sowas. Können wir den zerlegen? Ja, warum nicht? Können wir. Habe ich ein Ding dabei? Habe ich. Jo, und da ist jetzt praktisch eben, dass ich jetzt dann diese Aufbewahrungsbox habe, wo ich zwischenlagern kann. Und kann dann einfach mal wieder herkommen. Weil das schaffe ich heute auf keinen Fall alles nach Hause. Ich nehme das Wichtigste mit, das Scharfschützengewehr. Ich gucke nachher, was der Airdrop hat. Ja, in dem Kräkebuch sind mit Sicherheit tausende Zombies drin. Ein leeres Coupé. Wie sinnvoll. Chips, ja. Chips sind Schrott, weil Chips dehydrieren. Oi. Naja. Okay, ich denke mal, ich werde mich hier noch ein bisschen rumtreiben, ein bisschen rumschlagen. Wir lassen es jetzt hier mal gut sein. Das war eine richtig lohnenswerte Folge. Ich habe ein bisschen kurz aufs Maul gekriegt, das war zum Lachen. Wie doof ich mich angestellt habe. Voll auf die Fresse. Danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Und wir sehen uns im nächsten Part beim Airdrop und nach Hauseweg. Danke, wenigstens du gehst weg. Ach, übrigens wurde ich doch infiziert. Ich habe nicht aufgepasst irgendwo. Naja, aber gleich mal ein Antibiotika nehmen. Ja, toll.